Sonnabend, am 23. bis Montag, am 25. September. Der Westwind wehte noch immer so. Unsere großen Verwunderungen, es war in diesen Meeresbreiten ein wahres Phänomen. Er hatte unsere Wiese dahin sehr begünstigt. Aber was Phänomen anbetrifft, so erzeugte der Zufall am 23. noch ein weit außerordentliches. An diesen Tagen durchschnitten wir die Linie im Null der Breite, Null der Länge und Null der Abweichung. Ein Umstand, den der bloße Zufall vielleicht in Seite von 100 Jahren nicht wieder herbeiführen würde. Weil man durchaus gegen Mittag am ersten Meridian ankommen muss, um zu derselben Stunde die Linie zu passieren und mit der Sonne so gleich da zu sein. Diese Tage verursachten große Freude und Unordnung unter dem Schiffswolke. Man vollzog die Zeremonie, die französischen Schiffe, die Taufe, die Englischen den Tage des großen Barts nennen, die Matrosen führen nämlich in der komischsten Verkleidungen zu so den Füßen eines von ihnen, der Sikonum Neptun, umgewandelt hatte mit den großen Feierlichkeiten aller diejenigen herbei, welche noch nie die Linie passierte haben. Da wird der Erst mit Schiffstier bestricken und mit einem ungeheuren Rasenmesser barbiert die Wasserfluten, womit dann jeder von allen Seiten übergossen wird, das laute Lachen der Equipage, das der Flucht des armen Opfers folgte, wollen dann die Einweihung in die großen Mysterien. Niemand wird verschont, selbst die Offiziere werden bei dieser Gelegenheit in gewisser Art schlimmer behandelt als die gemeinen Matrosen. Nur wir Insignien aus einer besonderen Gurte des Admirals, der uns aber bis zum letzten Augenblick mit dieser aufschreckenden Zeremonie in schreckenfester Ehren und Annehmlichkeiten und Lächerlichkeiten mit aller Artigkeit und Achtung würden wir vor den sehr derben Gott des Meeres geführt, der jedem von uns ein Kompliment nach seiner Art und Weise machte. Darauf beschränkten sich unsere Prüfungen. Während dieser Saturnalien, wo man in der Regel niemand schonte, beobachtete man gewissenhaft die Ehrfurcht für den Kaiser, als er von der Sitte und der Aufmerksamkeit, die man ihm dabei verwies, hörte, befahl er 100 Napoleons an den grotesken Neptun und seine Bande auszuteilen. Der Admiral gab diese aber viel reicher, ebenso wohl aus Klugheit als aus Höflichkeit, nicht so. Dienstag am 26. bis Sonnabend am 30. September. Das Wetter blieb uns fortdauernd günstig. Als wir die Linie verlassen hatten, mussten wir stets einer oft oder Südostwinde gewärtig sein. Die lange Dauer des Westwindes war ganz ungefährlich und musste nun bald enden. Der Entschluss, den der Admiral gehasst hatte, wählte nach auf den Vorzug gehen, kam uns nun sehr zu starten. Und wir schmeichelten uns mit einer 14 Überfährte einen dieser Tage. Nachmittags finden sie Matrosen einen ungeheuren Haifisch.
Der Kaiser fragte nach der Ursache des großen Lärmens und der gewaltigen Unordnung des Siegers. Plötzlich liegt er über seinem Haupt erhoben und als er sie erfuhr, wollte er das Seeungeheuer sehen. Er stieg auf die Kapinei und da er sie so sehr gerne hörte, hatte, so hatte ihm fast eine Bewegung des Tiers weitergeführt. Bis fünf Matrosen und Waffen, die Beine gebrochen. Er stiegte wieder in seine Zimmer herab, dann reichte den Arm ganz mit Blut bedeckt. Wir glaubten, er sei verwundet, es war aber nur Haifischblut. Meine Beschäftigungen und Arbeiten wurden in der Regel mastigten Arter und weiße Vorgefäste der Antigaliken, das erste jener englischen Werke, die ich für zu lesen vorgenommen hatte, war ein Buch von 500 Seiten, worin man alles gesammelt hatte, was in dem Augenblick, als die Franzosen England mit einer Landung bedrohten, darüber geschrieben worden war. Es handelte sich damals darum, diese Begebenheit zur Sache der Nation zu machen, die Gemüter zu erhitzen und das ganze Volk gegen dessen gefährliche Feinde zu ärgern. Man findet also darin viele Reden an Ermahnungen, Aufrüsse, frieger Bürger, satirische Gefänge, beißende Aussage, heftige Artikel aus Zeitschriften, die mit wollen Händen für Hebste oder Leckerliches über die Franzosen und den ersten Konsul ausgießen, dessen Kühnheit, Genie und Macht ihnen die größte Sorge verursachte. Übrigens ist das ganz natürlich und in der Ordnung. Solche Werke sind nichts als der zufallreichende Mann vor dem eigentlichen handigen Menge. Wer Schuss, was nicht trifft, führt der eigentlichen handigen Menge. Wer Schuss, was nicht trifft, führt der Wind mit sich hinweg. Auch kann nicht einer dieser Schriften für einen verständigen Menschen als ein Aktzeugnis gelten und verdiente daher seiner Widerlegung. Man bekümmerte sich wenig um die Pamphletschreiber, weil ihr Charakter das Gift für ihre Wörter ist. Nicht so darf er es mit dem geschickten Schreiber gesehen, aber er näherte sich ihnen, sobald er sich von der Ruhe und Unparteilichkeit entfernt, die seine Verpflichtung finden. Sie gehen aus in Deklamationen und mit Galle schreibt diese Empfindung ließen in mir die verschiedenen Schriften des General Wilson zurück, die ich nach dem Antigalliken lasse. Diese Schriftsteller wirkt umso nachteiliger für uns ihr größeres Gewicht in seine Talente, seine Bravour, seine zahlreichen und gleichzeitig diese in den Augen seiner Mitbürger geben mussten. Ein Umstand kam hinzu, der sein Werk ganz besonders an Bord des Schiffs bekannt machte und es veranlasste, dass man versuchlich über diese mit uns sprach. Einer seiner Söhne, besonders sicher unter den Jungen, auf unseren Schiffen und so konnte mein Sohn wegen der Krankheit der Jahre sich die meiste Seite unter diesen Aufhit recht leicht die Veränderung. Wir packten die sicher und verhalber in diesen jungen Gemütern sagte alle diese Knaben waren uns natürlich sehr abgenickt. Indem sie den Kaiser an Bord nahmen, glaubten sie nicht Geringeres als einen Menschenfresser eingeschifft zu haben, der
imstande wäre, sie zu verspeisen, aber bald übten Wahrheit und Nachbarschaft denselben Einfluss auf sie wie auf die übrige Schiffsmannschaft, und zwar auf Unkosten des kleinen Wilson, auf den seiner Kameraden. Nur wie sie sagten, so ungefähr alle die abenteuerlichen Geschichten seines Vaters Jagd machten. Hier sind im Manuskript eine große Menge Blutdruck geschrieben. Am Rande steht der folgende Erfahrung: Ich hatte eine Menge Beschwerden gegen die Arbeiter des General Wilson gesammelt, die ich meinerseits wieder nicht ohne Bitterkeit beantwortete. Ein neuer Umstand veranlasste mich, diese zu unterdrücken.